Ich habe ja in Bayern dann gelebt, war da Stadtrat, Gewerkschaftsvorsitzender, Verdi-Vorsitzender und alles Mögliche, Kreisrat, Schöffel und alles, was es so gibt auf der Welt, also im Grunde zu viel. Und habe an dem Wochenende ein Seminar gemacht, habe einen Landtagsabgeordneten da gehabt, der war Stadtratskollege von mir, habe in einer Gastwirtschaft bei dem Ortsteil, wo ich auch mein Haus habe, hatte, ich habe es jetzt abgegeben an meinen Sohn, ein Seminar gemacht und auf einmal klingelte das Telefon, da hieß es, die Grenze wird aufgemacht in Berlin. Wir waren ja in Bayern. Neustadt liegt direkt bei Sonneberg. Sonneberg ist das Spielzeugmuseum der DDR, war aber auch Sperrzone und alles Mögliche mal eine Zeit lang. Und wir hatten immer so Kontakt miteinander. Aber es war immer schwierig, also weil drüben einfach ein anderes System war. Und ja, dann sind wir los an die Grenze. Und in Neustadt war so ein, zwischen Neustadt und Sonneberg war eine Straße gebaut. Und das Lustige war, ich war ja in Neustadt im Stadtrat, im Bausenat und so, und der Strauß war da. Der Strauß, der alte Kämpfer. Und der hat uns Mittel gebracht, um eine Straße direkt bis zur Grenze auszubauen. Mehrspurig. Ist ja schon ulkig, ne? Was soll da? Ja, da wurde ein Gewerbegebiet gebaut und sowas haben wir gesagt. Und gleichzeitig war er drüben in der DDR und hat denen Gelder gebracht, damit die eine Kläranlage bauen konnten. Die haben also ihr Dreck von der Molkerei und von dem Schlachthof, haben die in einen Fluss geleitet, der bei uns durch den Ort durchging. Und wir hatten zwar eine provisorische kleine Kläranlage vor den Ort schon gebaut, rechts direkt an der Grenze, aber er hat dann Mittel rübergebracht und die haben dann mit westdeutschen Mitteln so eine Kläranlage da gebaut, unter Aufsicht und alles Mögliche, was sie dann später erzählt haben, die Arbeiter, die man so kennengelernt hat. Und da war irgendwas schon in Gang, also da ist was gelaufen. Ja, und dann hieß es auf einmal, wird aufgemacht. Und dann waren alle großen Politiker bei uns an der Grenze und die Grenze wurde aufgemacht und die ersten Autos fuhren durch. Das war gewaltig. Wir haben dann vom Stadtrat her, es war kein Geld da, ne, die Leute kamen ja und so wollten ihr Begrüßungsgeld haben. Und dann mussten wir extra zur Sparkasse noch hin nach Coburg und Geld holen, damit die Stadtkasse Geld hatte. Und ich weiß noch, ich stand dann irgendwann mitten im Ort an so einer Kreuzung und habe den Verkehr geregelt, weil es so chaotisch war, dass gar nichts mehr ging. Und dann habe ich mich einfach auf die Kreuzung gestellt und so wie so ein Schutzmann den ganzen Verkehr da geregelt, so 3, 4 Stunden lang, bis mich dann irgendjemand anderes abgelöst hat. Ne? Das war total euphorisch. Wenn ich jetzt ab und zu so die Bilder sehe, da stehe ich dann mit meinen Kindern da am Rand und wir freuen uns, wir klatschen und wir begrüßen. Ich habe dann selber auch einen Grenzübergang als Stadtrat, also als Vertreter von unserer Stadt Neustadt bei Coburg, auch einen kleinen Grenzübergang auch geöffnet, so aufgemacht. Und naja, das war einfach eine Zeit, die war total happy. So das Ganze, es war ein Glücksgefühl.